Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Perspektiven. Ich sitze heute hier mit Hans Derks. Er war bereits auf 3 Missionen zur Seenotrettung. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn hier heute interviewen kann zu seinen Erfahrungen, zu seiner Sicht auf die aktuelle Lage rund um die Seenotrettung im Mittelmeer. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass wir die Gelegenheit haben, hier darüber zu sprechen. Ein bisschen die Trommel zu rühren für CI und andere. Ja, dafür ist es auf jeden Fall auch da. Es gibt ständig Nachrichten, die über die Lage im Mittelmeer berichten. Im letzten Jahr sind 2200 Menschen im Mittelmeer gestorben. Wenn du solche Nachrichten liest, hörst, was geht dir da durch den Kopf? Das ist ganz fürchterlich, ist eigentlich nicht zum Aushalten. Und wenn Politiker wie der bayerische Ministerpräsident sagt, die Mittelmeerroute ist gestorben, dann ist geschlossen, dann ist das eben ganz, ganz erbärmlich und eigentlich eine Katastrophe für unser christliches Europa. Und es stimmt eben nicht. Es wird nach wie vor gestorben. Allein im ersten Halbjahr sind zwischen 500 und 1000 Leute auch schon ertrunken. Das sind aber die Zahlen, die man kennt. Und die Zahlen, die man nicht kennt, die sind natürlich noch viel gewaltiger. Hm. Du warst mittlerweile 3-mal mit der CI auf See. Wie kam es dazu? Naja, im Fernsehen wurde ja laufend berichtet, vor 2 Jahren noch viel mehr als heute, weil das Thema ist durch. Die Leute möchten das nicht mehr hören oder nicht mehr konfrontiert werden, weil sie auch von den Politikern entsprechend gebrieft werden. Das Thema ist eben nicht durch und damals war es so, dass parallel zu den Nachrichten im Fernsehen ein großer Bericht im Stadtanzeiger war und das war für mich Grund genug, den Hut in den Ring zu werfen als Segler und 6 Wochen später war ich zum ersten Mal auf der CI im Mittelmeer. Wenn du so zurückblickst, kannst du vielleicht mal einen Eindruck erzählen, wie läuft das so auf dem Schiff, wie sieht der Alltag aus? Ja, es ist natürlich nicht ganz einfach für Nicht-Matrosen in Anführungen das zu beschreiben. Es ist natürlich ein ganz enges, spartanisches Leben. Die Schiffe sind 26 bis 28 Meter lang. Man hat keine Rückzugmöglichkeit. Jeder hat so seinen Job, aber jeder nimmt ihn auch anders wahr. Es kommt hinzu vielleicht noch Unwohlsein in Form von Seekrankheit, was nicht zu unterschätzen ist. Und verrückterweise ist das am Land dann relativ schnell wieder weg. Ich habe damit nun Gott sei Dank keine Probleme. Aber also du bist selber Segler, ja? Ja. Es muss gekocht werden, ist ganz, ganz wichtig fürs Wohlbefinden. Denn wenn man mit hungrigem Magen da unterwegs ist, von morgens früh bis abends spät, ist das nicht so richtig gut. Und das haben wir mehrmals erlebt, weil viel zu tun war, weil es große Einsätze waren. Und dann wird natürlich rund um die Uhr Wache gegangen, in der Regel mit 2 Leuten. 2 Leute sind auf der Brücke, die das Schiff dann auch fahren mit einer automatischen Steuerung und natürlich auch den Horizont beobachten. Und dann natürlich das Team, was mit dem Dinghy rausfährt, wenn Schiffe mit Schiffbrüchigen gesehen werden, mit Migranten, die dann die Schwimmwesten rausfahren, sodass jeder eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen einen Job hat, den er ausfüllen muss, mit ganz wenigen Pausen. Wenn ihr jetzt dann also am Horizont dann zum Beispiel ein Schiff entdeckt habt, wie läuft das dann ab? Also ihr fahrt dann dorthin. Kannst du da vielleicht so eine Rettungsmission, die ihr hattet, davon erzählen? Ja, koordiniert wurde die Stelle vom MRCC Rome. Die hatten in der Regel dann Informationen, wo ein Schiff sein könnte oder mehrere Schiffe sein könnten. Und dann, es waren derzeit mehrere Schiffe unterwegs, nicht nur CI, Sea-Watch, Ärzte ohne Grenzen, Open Arms, Minden und so. Mhm. Und wer dann am nächsten dran war, ist dorthin gefahren oder man hatte Kontakt untereinander und hat dann gesagt, wer fährt, fahren wir mit mehreren hin, sodass man das koordiniert hat. Also wer am nächsten dran war, fuhr hin, hat den Kontakt aufgenommen, hat einen Sprecher in der Regel versucht zu finden. Von dem Schiff, weil es war natürlich desaströs. Die Leute waren eingefärbt auf den Schiffen, hatten verätzte Füße, weil sie in einer Brühe standen aus Sprit, aus Meerwasser, aus Urin und Erbrochenem. Mhm. Und dann lief die Rettungsaktion derart an, dass man dann mit dem Dinghy wieder hinfuhr und die ersten Rettungswesten verteilt und dafür gesorgt hat, dass die Frauen und Kinder, die in der Regel vorne am Bug waren, dass die zuerst die Rettungswesten kriegten, weil sie sonst leicht übersehen wurden von den, ich muss mal sagen, zum Teil hemdsärmeligen Männern, die hinten saßen. Hm.
Und bei diesen Rettungsaktionen war es dann meistens so, also ihr habt dann quasi auch Schwimmwesten ausgegeben und dann die Menschen an Bord geholt? Oder wie lief das dann ab? Also der Plan war eigentlich so, weil das Schiff viel zu klein war, um Migranten an Bord zu holen. Wenn die Schwimmwesten also sicher waren, wenn sie die Schwimmwesten hatten, haben sie nochmal Wasser gekriegt. Und dann haben wir gewartet, dass Marine kam. In der Regel war es englische oder italienische Marine, die dann die Schiffe an Bord genommen haben. Und wir haben von denen die Schwimmwesten zurückbekommen. Einmal war es allerdings so, dass kein Schiff kam. Und wir hatten dann über Nacht fast zwei Tage lang fast 200 Migranten an Bord, was natürlich eine mittlere Katastrophe für alle Beteiligten waren, denn sie waren durch die Bank seekrank und wir hatten keine Verpflegung für die. Wir haben provisorisch da eine Nasszelle gebaut und ja, das war ein unhaltbarer Zustand, weil jeder Quadratzentimeter praktisch belegt war mit Mann, Frau oder Kind. Und nachts wird es auch ganz schön ruppig, es wird kalt, das Wasser bleibt so oder so nicht ruhig, es schaukelt immer. Backbord, Steuerbord, vorne, hinten und dann kann auch so eine Alu-Decke nur bedingt einen gewissen Schutz bieten. Also kannst du vielleicht eine Situation schildern, die dir besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist bei so einer Rettungsmission? Ja, eigentlich zwei. Einmal war es ist so, dass in dem Dinghy der erste Kontakt zum Boot, da geht der Doc mit raus oder der Mediziner und dann war da eine Frau, die kollabiert hat. Und die haben wir dann reingeholt. Das war sehr dramatisch, war eine schwergewichtige Frau eigentlich. Oder wenn einer leblos da ist, ist er per se schwer. Das ist unglaublich. Die ist dann aber wieder gut auf die Füße gekommen. Und einmal ein kleiner Junge mit großen Glubschaugen. Und die Schwarzen kriegen auch eine Art Sonnenbrand. Und der arme Kerl, der war völlig ausgemergelt und wir haben ihm zwischendurch was zugesteckt, Bananen, ein paar Kekse. Und ich hatte so eine Baseballkappe, Segelkappe, die hat er dann gekriegt. Und dann war er stolz wie Oskar, dass er ein bisschen gegen die Sonne geschützt war und ein bisschen was bekommen hat. Die libysche Küstenwache, wie schätzt du das, den Trupp ein? Das ist ja ein wichtiger Kooperationspartner auch für die EU. Das ist ein bewaffneter Trupp von Verbrechern, kann man ganz eindeutig so sagen. Sie haben vor zwei Jahren ein Schiff von Ärzte ohne Grenzen beschossen. Sie sind bei Bergungsarbeiten dazwischen gegangen, sodass nachweislich mehrere Leute, und zwar eine ganze Menge, ertrunken sind. Und wenn sie angesprochen werden, gehen sie nie an den Funk. Das heißt, Kontakt, der ja an sich sein sollte, wie es hier Europa sich vorstellt, findet ja gar nicht statt. Die gehen einfach nicht an den Funk und wir haben sie einmal eine ganze Nacht hinter uns gehabt. Als wir zurückkamen aus dem Einsatzgebiet, haben wir drei so am Horizont gesehen, drei Schiffe. Aus der Entfernung noch nicht genau wissend, welche Schiffe es sind, von welcher Nationalität, weil die sind im AIS nicht erkennbar. Und dann haben wir ein Schiff eine ganze Nacht hinter uns gehabt. Das ist ein komisches Gefühl, weil du nicht weißt, wie sie reagieren. Also man hat nicht Angst, aber es ist halt eben, du hast die Sache nicht im Griff. Und das ist ein komisches Gefühl. Und die libysche Küstenwache agiert natürlich entsprechend. Und wenn sie wollten, dass kein Schiff in Libyen losgeht, dann könnten sie das ja leicht verhindern. Sie sehen ja jede Nussschale auf dem Wasser. Aber nein, sie lassen das zu, um danach dann ihr Geschäft zu machen. Das ist eigentlich eine unhaltbare Situation. Du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass ihr auch auf ein Schiff von der identitären Bewegung gestoßen seid. Vielleicht kannst du das nochmal schildern und auch die Reaktionen, die einige Fischer auf diese Leute gezeigt haben. Ja, das war ja geradezu grotesk. Die Identitären, die wollten ja ins Mittelmeer, sind auch ins Mittelmeer gegangen, um diese Bergungsarbeiten massiv zu stören, was sie auch hier und da getan haben. Und dann kam einmal ein Ruf von Rom, also von der Koordinierungsstelle. Sie hätten ein Problem, sie haben nicht SOS und nicht Mayday abgegeben, aber direkt die nächste Notmeldung, die man macht. Also es ging nicht um Menschenleben da, es ging um technische Probleme und die CIA war das Schiff, was am nächsten dran war. Und dann sind wir aufgefordert worden, dorthin zu gehen, um zu sehen, ob man ihnen helfen könnte. Wir sind dann sozusagen auf Tuchfühlung gegangen, haben sie freundlich begrüßt und gesagt, was wir machen könnten.
Und dann wurden wir damit beschieden, sie hätten kein Problem, das kriegen die selber im Griff, das wäre ein technisches Problem. Und das haben wir dann an Rom gemeldet und sind dann wieder abgedampft. Und dann sagten die, wir sollen nochmal gucken gehen, denn sie stehen immer noch an derselben Stelle. Und wenn ein Schiff an der gleichen Stelle steht, ohne sich groß zu bewegen, kann man erkennen, da ist irgendein Problem. Oder ankern kann man ja nun da nicht, sondern sich treiben lassen. Und dann sind wir nochmal zurück und dann wurde wieder gesagt, nein, es ist alles in Ordnung. Und dann haben wir gesagt, naja, dann war es das. Aber das Beste eigentlich war, sie wollten nach Zarsis, nach Tunesien. Also die wollten sich quasi nicht von euch helfen lassen oder denen war es peinlich oder was war die Situation? Vielleicht beides. Vielleicht beides. Also wir haben nur gehofft, dass sie denn selber wegkommen, was dann auch offensichtlich passiert ist. Aber das Beste eigentlich war, sie wollten nach Zarsis rein. Das ist ein Hafen in Tunesien, südlich von Djerba, und wollten da auftanken und Wasser bunkern. Und dann ist ein aufrechter Fischer dort aus Zarsis mit einem etwas schwer aussprechbaren Namen, der sich dann selber dann James Dean nannte, was für uns ja auch viel einfacher war. Der hat dann mit 12 aufrechten Recken die lange Einfahrt nach Zarsis blockiert und hat die einfach nicht reingelassen, hat gesagt, diese Rechten wollen wir hier nicht haben. Und sie sind da nicht reingekommen. Und ein letztes Beispiel, als wir dann auf dem Weg nach Malta waren, waren sie auf gleicher Höhe und die Malteser haben sie nicht reingelassen. Die haben sie nicht in den Hafen gelassen. Sie sind dann nach Spanien abgedampft und haben sich dann da sozusagen vom Acker, also vom Bord gemacht. Die Crew aus Fernost, Filipinos oder wie auch immer, die mussten da bleiben. Und die eigentlichen haben sich aus dem Staub gemacht. Und damit war dann deren Aktivität im Mittelmeer auch weitgehend Gott sei Dank beendet. Das zeigt ja einiges auch über diesen PR-Coup, den ihr damit landen wollten. Offensichtlich ist das an verschiedenen Stellen nicht gut angekommen. Du hast aber auch noch erzählt über weitere Sachen, die James Dean gemacht hat. Ja, ein ganz taffer Mann. Wie gesagt, er ist einfacher Fischer, hat vom Meer schon diverse Leichen mitgebracht und auch Leichen, die in Tunesien angeschwemmt sind. Die Libyer haben ja mit Tunesien eine ziemlich lange Landküste und je nachdem, wo dann die Leute aufs Wasser gegangen sind, sind sie bis Tunesien getrieben worden. Er hat dann außerhalb von Zarsis ein Grundstück belegt, hat die Stadt ihm zugestanden, wo er dann in Eigenarbeit und mit ganz viel Aktivität den angeschwemmten Toten versucht, eine letzte Würde zu geben, indem er dann Gräber ausgräbt, die dann markiert mit dem Datum, markiert, ob das eine Frau, ein Mann oder ein Kind ist. Und das war schon sehr beeindruckend. Er hat also in den letzten Jahren über 200 Leichen geborgen und die dort dann, er sagte, gewaschen und eingepackt in Tücher und sie dann beerdigt. Und der Grabhügel zeugt davon, wo dann jemand beerdigt wurde. Aber der Wind ist da auch manchmal gewaltig und ebnet das dann ein, sodass das dann fast wieder eingeebnet ist. Aber wie gesagt, er hat ganz mit ganz einfachen Mitteln das markiert und ihm gehörte eigentlich die größte Medaille, die es gibt. Und er ist in mehrfacher Hinsicht ein Held, was einer, der nicht erlebt hat, gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Was denkst du, muss getan werden, um das Sterben im Mittelmeer zu stoppen? Das ist natürlich nicht in drei Sätzen zu beantworten, weil vieles ja auch schon gesagt ist. Man müsste erstmal die Route durch die Sahara erstmal dicht machen. Das heißt also, man müsste den Leuten Perspektiven in ihrem Land bieten, wirkliche Perspektive, nicht mit Geld, sondern durch Ausbildung. Ich denke, damit steht und fällt eigentlich alles. Das ist ja nun hinreichend bekannt. Und auch, dass die Lager in Libyen, die ja eigentlich nach Schilderungen, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, eigentlich KZ-ähnlich sein müssen. Für uns unverständlich, dass man da überhaupt überlebt. Und diejenigen, die es nicht überlebt haben, die fragt kein Mensch mehr, die vermisst kein Mensch mehr. Also ich denke, in den Ländern, aus denen geflohen wird, müsste man wirklich jetzt endgültig, nicht mit Versprechungen, nicht mit Geld, die Lage ändern. Denn es sind ja die jungen Männer, die hierher kommen und die jungen Frauen bleiben ja zurück. Das muss man ja auch mal überdenken.
Und solange das nicht der Fall ist, muss eigentlich klar sein, dass es ein ganz großes Bestreben gibt, dass die Leute auch mal ein bisschen näher an den Fleischtöpfen sein möchten. Denn im Grunde werden die Länder in Afrika nach wie vor von uns ausgebeutet. Nur das merkt kein Mensch, ob das Batterien sind oder andere Dinge, die holen wir von dort. Oder dass es Wälderrodungen sind oder. Das sind nach wie vor nachkoloniale Strukturen für meine Begriffe. Und solange das hier stillschweigend weiter geduldet wird, denke ich, ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema gewesen. Wie kann man die Arbeit der Seenotretter unterstützen? Wie kann man eure Arbeit unterstützen am besten? Die Arbeit kann unterstützt werden einmal. Das kostet ja Geld und es sind ja alles Freiwillige. Die Kosten übernimmt jeder selber, der in so eine Mission geht. Das heißt also Anreise, Flug und so weiter. Aber die Unterhaltung des Schiffes kostet natürlich, Sprit ist teuer, die Verpflegung auf so einer Mission ist dann natürlich inklusive, das wird nicht separat verrechnet, aber es sind ja Kosten, Liegegebühren nicht zu unterschätzen, die ja unter anderem nach der Größe des Schiffes berechnet werden. Also Spendenaktionen, wenn man da ins Netz geht, findet man zuhauf. Das ist nicht CI, das ist Sea-Watch, das ist Open Arms, das sind Ärzte ohne Grenzen, das sind eine ganze Reihe von Institutionen, übrigens alles NGOs, nicht eine einzige Regierungscrew, die unterwegs ist. Das sind alles Freiwillige, die sagen, ich habe ein bisschen Männer- oder Frauenpower noch besser und ich gehe da mit rein, ich mache das einfach mal, egal wie es ausgeht. Ich weiß zwar nicht, in welchem Hafen ich lande, aber ich weiß, irgendwann bin ich wieder zu Hause. Man muss sich einfach mal die Situation vorstellen, da geht einer zu Hause weg in Nigeria oder Benin oder wo auch immer oder Äthiopien und weiß nicht, wo er abends ist und weiß nicht, wo er nächste Woche ist und weiß nicht, wo er in einem Monat ist und weiß nicht, wo er in einem halben Jahr ist. Das ist ja eine Vorstellung, der können wir ja gar nicht folgen. Und deswegen denke ich, das zu machen, ist eine der wenigen sinnvollen Sachen, solange die Dinge hier in Europa so kraus laufen, wie sie laufen. Und wenn man die ganzen Gaukler sieht, die da an der Regierung sind, dann wird einem sowieso irgendwie ganz komisch. Und dann ist dies sicherlich eine ganz handfeste Geschichte, die aller Ehren wert ist. Ja, das war Perspektiven auf Seenotrettung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ein Like ab und abonniert natürlich den Kanal.